heutigen Pottblausch. Ich habe Franz Wegner zu Gast. Er ist, und vielleicht hast du ihn ja schon mal online gesehen, Video Creator und das schon seit gefühlten Urzeiten. Urzeiten im Sinne von 2009. Seit 2009 ist Franz schon Video Creator. Und Franz, habe ich alles über dich gesagt? Ja, reicht im Prinzip. Video Creator kann man gut so sagen, aber vielen Dank, dass ich Teil des Podplausch dabei oder Teil des Podplausch sein darf und das auch zu einem Lieblingsthema. Und am besten gefällt mir, dass wir das an einem praktischen Beispiel zeigen. Worüber reden wir? Ja, wir reden über mein Pottplausch. Also als allererstes sprechen wir erstmal über Content Repurposing, weil du bist damit ja sehr, 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 sehr öffentlich, also mit dem Thema Content Repurposing. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir so ging, dass ich mir gedacht habe, schon wieder so ein neudeutsches, englisches Wort. Oh mein Gott, was heißt das ganz genau? Deswegen vielleicht nochmal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau ist denn Content Repurposing? Kannst du das ganz kurz und knapp zusammenfassen? Das kann ich sehr gerne machen. Es gibt verschiedene Begriffe, also ich tue mich da auch immer schwer, welchen Begriff ich jetzt verwende. Manche sagen Content Recycling, manche sagen Content Repurposing, manche sagen Content Upcycling, wenn man das noch positiver konnotieren möchte. Das bedeutet im Prinzip, dass man bestehende Inhalte in eine andere Content-Form packt. Beispiel: Man hat einen Blogartikel geschrieben und nimmt quasi die Quintessenz daraus und verpackt das in eine Slideshow oder nimmt das als Basis für einen Podcast. Oder anderes Beispiel ist, man nimmt einen Podcast und schneidet daraus einzelne kleine Häppchen, die man dann auf Social Media postet. Und das würde alles in die Kategorie Content Repurposing fallen. Also alles, wo man sagen könnte, man benutzt bestehende Inhalte irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder, das ist Content Repurposing. Okay, das ist ja super. Und wir wollen heute, dass euch am Beispiel von einem Pottplausch von mir zeigen, wie das ganz genau funktioniert, weil vielleicht hat der ein oder andere ja schon mal selbst Videos geschnitten oder kleinere Clips entworfen aus auch dem Podcast oder auch aus einem Video. Und man kommt da ja leicht in die Versuchung, dass es ewig lang geht. Also, dass die Clips keine Clips mehr sind, weil Clips ist ja eher was Kurzes, sondern dass es halt wirklich sehr, sehr lang geht. Und Franz zeigt am Beispiel von dem Pottplausch mit mir und Paula Lotte Turm, wie das genau funktioniert und auch, damit ihr das versteht, welche Gedanken dahinter sind. Weil oft ist es ja so, ah, okay, warum schneidet er das jetzt? Wir machen das so in diesem Pottplausch, dass er auch seine Gedanken laut äußert, sodass ihr euch natürlich auch was mitnehmen könnt. Okay, dann Franz, los, los. Es geht los, ja. Also genau, wir haben als Basis, ich teile mal meinen Bildschirm dazu. So, das heißt, das sieht so aus. Bei mir sieht das so aus, als würde es flackern. Flackert das bei dir auch? Ich liebe es. Ich liebe es. Ich meine, wir haben ja alles im Vorhinein super getestet. Ist ja eine komplette Überraschung, dass das hier gar nicht gut läuft. Einen Moment. Ja, Ich kein glaube, ich Stress, muss, alles ich glaube, gut. ich muss tatsächlich dann neu joinen. Ich hoffe, der Livestream hält das aus. Ich probiere das mal, ja? Ja, komm, geh Okay. raus und rein. Ich probiere es mal. So, dann warten wir mal, bis der Franz wiederkommt. Das dauert nur einige Sekunden. Okay. Probieren wir es nochmal. Ja. Nein, denn. Ach, das kann's ja wohl nicht sein. Man muss dazu sagen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wir haben jetzt insgesamt 35 Minuten lang am Ton gearbeitet, und zwar, dass das Bildschirmteilen funktioniert, Okay. ohne dass ich mich doppelt höre. Okay, also ich habe jetzt meinen anderen Bildschirm geteilt und bei dem flackert es nicht, korrekt? Jetzt sieht man mich doppelt. Okay, dann das ist kein Problem, dann lagern wir das ein bisschen um, dann kommt alles auf einen anderen Bildschirm, das ist okay. Okay, dann leg los. Genau, wir haben jetzt hier einen Ausschnitt und nicht verwirrt sein, ja? Also das ist jetzt mein Videoschnittprogramm, das ist Vegas Pro, das nutzt kein Mensch mehr. Was ich jetzt zeige, ist im Prinzip
Also das könnt ihr in jedem Schnittprogramm nachbauen. Und es geht eher darum, wie ist der inhaltliche Gedanke, was man da machen kann. Es war ursprünglich ein halbstündiger Podplausch, ne, mit der guten Genau. Paula. Und ihr habt über Podcasting und Monetarisierung im Podcast geredet. Und ich habe schon einen Ausschnitt rausgesucht. Und der geht jetzt insgesamt nicht eine Stunde, eine Minute 40. Und was ich jetzt vorschlagen werde, ist, dass wir uns diesen Ausschnitt einmal gemeinsam anschauen. Und dabei, ich habe das einmal auch runtergeschrieben als Transkript, und wir uns wirklich bildlich anschauen, erstmal was wir überhaupt haben. Und während wir das anschauen, versuchen wir zu überlegen, okay, was davon ist ein guter Einstieg? Was davon wird überhaupt essentiell gesagt? Weil sind wir ehrlich, wenn wir so im Freien reden, dann ist nicht alles wichtig, was wir sagen. So, also man benutzt Füllworte, man benutzt Ams, man weiß nicht, was man redet. Also so genau das, was ich gerade demonstriere, das, wenn man kürzen möchte, ist das Gift. Und das heißt, wir werden jetzt diesen Ausschnitt angucken und dann werde ich Franziska mal fragen, was sie sagen würde, könnte davon raus. Machen wir das so? Ja, hören wir uns erstmal alles zusammen an, habe ich richtig verstanden? Okay. Genau, jetzt muss ich nur, weil es jetzt auf einem anderen Bildschirm alles ist, muss ich alles ein bisschen einmal hier rüberziehen. So, Moment. Okay. Video. Spur ist eigentlich relativ egal. Okay, hier ist das Transkript. Ich hoffe, man sieht das alles. Ich muss mir die Vorschau einmal anmachen. Ich mache das noch ein bisschen größer, damit das auch alle lesen können. Und mal 125%. Genau, 1 Minute 40. Hören wir mal alle gemeinsam rein. Und ja, wenn wir jetzt in die Preiswelt mal einsteigen wollen, das ist einerseits noch der wilde Westen, würde ich mal sagen, so auf dem deutschsprachigen Markt. Aber es hängt auch tatsächlich sehr davon ab, was sich so ein bisschen rauskristallisiert mittlerweile, einmal von der Zielgruppe, wie, ja, es klingt immer so blöd, aber wie wertvoll sie ist und wie viel, also wertvoll wird eigentlich in dem Sinne berechnet, wie viel andere dafür bereit sind zu bezahlen. Und da zum Beispiel gerade so Business-Zielgruppen, B2B-Entscheider, da sind einfach Firmen oft bereit, viel zu bezahlen, weil die, wenn die Kunden werden, oft auch ganz schön viel Geld dafür bezahlen. Und das ist dann natürlich irgendwie ein anderer Bereich, als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich kenne den Preis jetzt nicht für den Fest und Flauschig Podcast, aber ich würde mal sagen, da erreichst du halt wirklich die große Masse, die Mainstream-Masse und kannst dann nicht wirklich klar targetieren und dass da der Preis ein bisschen günstiger ist. Und man rechnet eigentlich immer im TKP, Tausender Kontaktpreis. Also wenn du jetzt einen Podcast hast, wo du 1000 Hörer pro Folge erreichst, dann wäre dann für eine Folge der TKP quasi X. Und ich sag mal, im Mainstream-Bereich kann das irgendwie auch mal zwischen 80 und 100 € liegen. In den B2B-Zielgruppen, Business-Podcast-Zielgruppen oder sehr nischigen, sehr wertvollen Zielgruppen kann es auch mal irgendwie 700, 800 € sein. Also es ist eine breite Range. Oder es hängt zum Beispiel auch davon ab, wie bekannt der Host ist. Ne? Wenn das jetzt irgendwie auch ein Influencer ist oder so, dann vielleicht würde ich das natürlich auch nochmal bezahlen. Und geschafft. Ja, es ist echt, jetzt wo wir darüber gesprochen haben, also wo es jetzt darum ging, ums aggressive Videokürzen, hat sich das gefühlt, angefühlt wie gerade 10 Minuten. Ganz genau. Aber der Grund, warum ich mir diesen Moment ausgesucht habe, ist, weil es dort um ein Thema geht, was auch, ich sag mal, Leute außerhalb der Bubble interessiert, weil sie über Geld redet in der Podcast-Szene. Also das, wo Leute auch außerhalb der Bubble was Interessantes drin sehen. Und weil oder ich sag mal, eine Markennennung passiert ist, wo Leute noch einen besseren Bezug zu haben, und zwar dem Fest und Flauschig Podcast von Böhmermann und Olli Schulz. Ne? Genau. Und jetzt überlegen wir mal, Franziska, was würdest du dann sagen, was aus diesen 1 Minuten 40 hat sie eigentlich wirklich gesagt? Also was sind die Hauptaussagen aus diesen 1 Minuten 40? Eigentlich, was es kostet, also der Tausender Kontaktpreis, TKP, ist das eigentlich, was für mich so am wichtigsten vom Inhalt her ist. Also der Preis, was am Ende so richtig dabei rauskommt und vielleicht auch noch, es ist eine breite Range. Ganz genau.
Da stimme ich zu 100% zu. Also ich habe das dann gesehen und überlegt, okay, was will ich rüberbringen? Ich will auf jeden Fall den Fest und Flauschig Podcast irgendwie drin haben, weil das gut ist, weil Leute das kennen. Dann natürlich, wie viel man verdienen kann. Ich sagte auf der einen Seite, okay, wir haben hier den Mainstream-Bereich und als Beispiel gibt sie den Fest und Flauschig Podcast. Bloß leider in der falschen Reihenfolge. Also sie sagt es halt so, wie wir halt immer reden, sondern mit Zwischensätzen, mit Einschubsätzen. Und dann sagt sie, oder ich sag mal, sie stellt es dann noch gegen nischigen Podcast, also B2B-Podcast, und dass man da viel mehr verdienen kann. So, und das versuchen wir jetzt irgendwie, ich sag mal, wie kriegen wir das irgendwie kürzer? Das heißt, im nächsten Schritt gehen wir dann hier wirklich durch und gucken uns erstmal diese ganzen Sätze an, die raus können. Das heißt, ich hoffe, man sieht das. Hier oben sieht man immer den Satz, den ich genommen habe. Und hier unten wäre quasi die ungeschnittene Spur. Das heißt, hier sind wirklich erstmal nur alle verwendbaren Sätze drin. Ich lasse das nur mal so kurz so ein bisschen hier laufen, damit man so einen Eindruck dafür bekommt. Business-Zielgruppen, B2B-Entscheider, da sind Firmen bereit, viel zu bezahlen, weil wenn die Kunden werden, oft auch ganz schön viel Geld dafür bezahlen. Das ist dann ein anderer Bereich, als wenn man Du machst mich über fertig, den das Fest ist und ja der Flauschig Wahnsinn. Podcast, da erreichst du die große Masse. Also du merkst schon, was ich da wirklich rausgekickt habe, waren so wirklich einzelne Sätze. So, ich kann ja hier direkt mal so ein Beispiel geben. Im Sinne von, hier ist 4 Sekunden rausgeflogen. Hören wir mal rein, was diese 4 Sekunden gewesen wären. Jetzt zum Beispiel sagt, ich kenne den Preis jetzt nicht für den. Genau, also sie sucht nach Worten und sagt jetzt zum Beispiel oder nämlich oder ich weiß jetzt nicht genau, nämlich und dann. Und vor allen Dingen auch das Wort und mache ich ganz oft weg, nur um Sachen zu kürzen. Das heißt, hier haben wir jetzt ganz viele Lücken und wenn man diese ganzen Lücken entfernt, hat man erstmal nur, ich sag mal, nur die brauchbaren Sätze, als würde man aus den bestehenden nur runterkürzen aus, wenn man sich das in einem Word-Dokument angucken würde. Das heißt, dann ist man schon mal runter von der Minute 40 auf 6, und das seht ihr gerade nicht, weil wir da drüber sind, aber es sind 46 Sekunden. Das heißt, wir haben schon mal eine gute Hälfte da eingespart. Und dann geht es darum, okay, wie können wir uns diese Stücke hier nehmen und ordnen die so um, dass wir die gleiche Hauptaussage haben. Das heißt, wir hören mal rein, wie sich das aktuell anhört. Das ist sehr, sehr rough aktuell noch. Aber es hängt auch tatsächlich sehr davon ab, einmal von der Zielgruppe, wie wertvoll sie ist. So wertvoll berechnet, wie viel andere dafür bereit sind zu bezahlen. Business-Zielgruppen, B2B-Entscheider, da sind Firmen bereit, viel zu bezahlen, weil wenn die Kunden werden. Genau, so geht das dann weiter. Und da geht man dann durch und schaut sich an, okay, wie ortet man das? Wie ortet man das? Und besonders möchte ich das Hauptaugenmerk haben, wo man da einen guten Einstieg findet. Was würdest du sagen, wäre der beste Einstieg, wo man sagt, okay, zwischen Sekunde 1 und 3 wird sofort klar? Oder gibt es einen interessanten Punkt, dass man getrieben ist, das Video zu Ende zu schauen? Was würdest du sagen, was von diesen ganzen Sätzen, die wir gehört haben? Also, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass dieses finanzielle Thema immer ein ganz, ganz großes, sehr ansprechend einfach ist. Auf jeden Fall. Genau, und da gibt's mehrere Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Und zwar sagt sie einmal, Business-Zielgruppen, da ich schaue noch mal sind kurz, Firmen bereit, viel zu ich muss wenn kurz die schauen. Kunden werden, Geld dafür bezahlen. Das ist dann ein anderer Bereich, als wenn man für den Fest- und Flauschig-Podcast. Genau, hier fängt sie an, über den mein Gott, Fest- und Flauschig-Podcast zu Das ist reden. dann ein anderer Bereich, als wenn man für den Fest- und Flauschig-Podcast, da erreichst du die große Masse und kannst dann nicht wirklich klar targetieren und dass da der Preis ein bisschen günstiger ist. Wenn du jetzt einen Podcast hast, wo du 1000 Hörer pro Folge erreichst, Das dann ist auch wäre für spannend. eine Folge der TKP Im Mainstream-Bereich kann das zwischen 80 und 100 Euro liegen. In den sehr nischigen, sehr wertvollen Zielgruppen kann es 700, 800 Euro sein. Genau, das sind quasi die drei Sachen, wo ich mir überlegt habe, die will ich drin haben. Ich will fest und flauschig und ich will den Preis für Mainstream und ich will den Preis für B2B-Inhalte. Allerdings, jetzt ist die Frage, okay, man muss auf jeden Fall mit dem Mainstream anfangen. Lässt man diesen Anfang einfach drin, wo sie mitten im Satz anfängt, wo sie über den Podcast von Böhmermann redet, oder fängt man zum Beispiel an, über Mainstream allgemein zu reden? Oder
kombiniert man das einfach und manipuliert einfach ein bisschen die Aussage. Das heißt, hier ist es mal umgeordnet, wie man das machen könnte. Noch ganz, ganz rough, ja. Man könnte das nämlich so umordnen. Das hängt auch tatsächlich sehr davon ab, einmal von der Zielgruppe. Ah, naja, Moment, hier ist es umgeordnet. Der TKP für den Fest und Flauschig Podcast, da erreichst du die große Masse. Im Mainstream-Bereich kann das zwischen 80 und 100 Euro liegen. In den sehr nischigen, sehr wertvollen Zielgruppen, Business-Zielgruppen, B2B-Entscheider, da sind Firmen bereit, viel zu bezahlen, kann es 700, 800 Euro sein. So, das heißt, da waren alle Informationen drin, die wir hatten, und wir sind jetzt schon mal runter auf 17 Sekunden. Krasser Scheiß, Entschuldigung. So, aber was wir hier gemacht haben, und das ist auch eine der wichtigsten Lektionen, ist, dass ich hier die Videospur aktuell noch komplett ignoriere. Also mir ist natürlich bewusst, dass man noch ganz viele Cuts sieht. Ja. So, aber als erstes bringt man quasi Audio in die richtige Reihenfolge. Und was man hier gesehen hat, vor allen Dingen dieser Satz hier, dieser Punkt hier. Der TKP für den Fest und Flauschig Podcast. Sie sagen, wir haben es so geschnitten, dass sie sagt, der TKP für den Fest und Flauschig Podcast liegt so zwischen 80 und 100 Euro. Nee, sie sagt, der TKP für den Fest und Flauschig Podcast, Doppelpunkt, so haben wir es geschnitten. Ja. Da erreicht man die große Masse. Und dann nehmen wir eine Sequenz, die eigentlich 30 Sekunden später sagt, wo sie allgemeiner redet, wo sie sagt, im Mainstream-Bereich kann man Preise erwarten von 80 bis 100 Euro. Und das kann man einfach zusammenpacken. So, und dann kann man einfach sagen, oder kann man das so manipulieren, dass sie sagt, bei Fest und Flauschig Podcast, weil man da Mainstream-Leute erreicht, kann man diesen Preis erwarten. Das hat sie nicht so 1:1 gesagt, aber eigentlich hat sie es gesagt. Und wenn sich da Leute darüber aufregen, dass sie es ursprünglich nicht so gesagt hat, dann gibt es Kommentare und dann gibt es wieder Reichweite. Also es gibt eigentlich nur positive Vorteile, wenn wir das so hinschieben. Genau, also das ist quasi das, die 46 Sekunden, die wir davor hatten. Und hier sind die ganzen Elemente rausgenommen, die wir dann neu geordnet haben. Also siehst du hier ist ein Element genommen für hier ist ein Element genommen für den Anfang und hier ist ein Element genommen für das Ende. Und da mal eine ganz kurze Frage zwischendrin. Ja. Wie lange hat das jetzt gedauert, zeitlich, bis du genau diese Stelle gefunden hast? Also die Stelle, das ist natürlich immer eine gute Frage und das hängt auch so ein bisschen von der Vorbereitung ab. Also ich musste, weil ich die Folge ja noch nicht kannte oder weil ich nicht dabei war, habe ich mir quasi alles nochmal angeschaut. Also ich habe mir die komplette Episode angeschaut und habe quasi geguckt, okay, an welcher Stelle ist ein guter Einstieg oder was ist ein gutes Thema und habe mir dann immer eine Markierung gemacht. Das kann man in jedem Videoschnittprogramm machen. Und bin danach dann jede Markierung nochmal einzeln durchgegangen, habe überlegt, okay, was ist jetzt wirklich der beste Moment? Okay. Wenn man sich nur auf einen Moment beschränken muss, wenn man jetzt sagen kann, okay, ich mache 5 Momente oder ich will 5 Clips daraus generieren, dann kann man auch alle verwenden. Aber in diesem Fall musste ich mich ja für einen entscheiden. Und da habe ich mich dann für diesen entschieden. Und genau, im nächsten Schritt, bevor ich das vergesse, einer der Punkte ist wirklich, Audio first alles zu bearbeiten, aber am Ende kommt es darauf an, einen Clip zu erstellen, wo die Audiospur keine Rolle mehr spielt. Und das ist so ein bisschen paradox und das möchte ich gerne erklären. Und zwar nutzen wir quasi zuerst die Audiospur, und ich kann auch Videospur komplett ausmachen, als Basis für alles, dass sie uns die Struktur für den Clip gibt. So. Und dann, weil Audio zu faken oder Audio zu manipulieren, ist schwieriger als eine Texteinblendung, um den Schnitt zu kaschieren. Es gibt ja mittlerweile Tools, wo man mit AI, ich sag mal, Stimmen nachsprechen lassen kann, aber die sind alle noch nicht so auf dem Niveau, wo man es eigentlich haben möchte oder sehr, sehr aufwendig. Und deswegen ist zumindest mein Workflow immer so, nimm die Audiospur als Basis und alle Schnitte, die dann zu viel wirken oder die dann störend wirken, die werden dann kaschiert, indem dann Einblendungen passieren oder Bilder werden eingeblendet, sodass man halt die Schnitte kaschieren kann, weil es sehr viel einfacher ist. Und das ist dann der Punkt, wo es dann darauf ankommt, dass man das Video so schneiden muss, dass es auch ohne Ton funktioniert. Also wenn jemand in der Bahn ist und durchs Feed scrollt, dass er den Inhalt des Videos auch versteht, ohne den Ton zu hören. Und da kommt es dann darauf an, dass man Untertitel hat und Texteinblendung und so weiter und so fort. Genau. Aber die Basis für alles ist der Ton und deswegen sage ich immer Audio first. Genau. Und um den Ton zu optimieren, ist dann der nächste Schritt, dass man sich diese ganzen Friemel nimmt, ja, das ist ja aktuell noch sehr, sehr rough. Ich kann es dir nochmal zeigen. Alles sehr, sehr rough. Ist im nächsten Schritt,
das smoother zu gestalten. Wie kriegt man das hin, dass man diese Schnitte selbst nicht so hört? Mhm. Und der Schritt dafür ist, ich sag's immer, crossfade everything. Das heißt, anstatt, ich zeige euch eben, was der falsche Weg wäre, anstatt den Ton so zu haben, dass die Überblendung mit einer kurzen Stille da ist. Also das, man hat immer so ein gewisses Grundrauschen bei so Tonen. Ganz kurz, wir haben hier eine ganz, ganz kurze Frage. Und zwar, die Rebecca hat gefragt, ob man die Folge nachschauen kann. Und ja, die kann man nachschauen. Die ist auf YouTube und die bleibt auch hier auf LinkedIn. Also das ist überhaupt kein Thema. Auch für die, die sich jetzt da noch terminlich verabredet sind. Und weiter. Sehr gut. Wir wurden blockiert durch die Kommentareinblendung. Ja. Sehr gut. Genau. Und mein Tipp ist wirklich Crossfade Everything. Im Sinne von, versucht nicht, dass man die Schnitte hört. Und man hört Schnitte, wenn das Grundrauschen, ich sag mal, nicht mehr zu hören ist. Es gibt immer so ein, bei einer Mikrofonaufnahme und vor allem, wenn man lokal aufnimmt, ja immer so ein leichtes Grundrauschen. Das ist auch gut so, dass man, sonst wirkt es tatsächlich unnatürlich. Und wenn man aber das hier hat, also im Sinne von zwischen den Schnitten, ist so für eine Millisekunde Stille, dann hört man das. Und das ist schlimmer und fällt mehr auf als visuelle Schnitte. Das ist quasi der Nummer 1 störende Faktor, wenn man Schnitte hört. Es gibt nichts Schlimmeres für, ich sag mal, für das Konsumverhalten. Es ist auch, ja. Und das heißt, der Weg, um das zu umgehen, ist anstatt sowas hier zu machen, oder noch schlimmer wäre sowas, ist, die jeweils ein- und auszublenden. Also von einem gesagten Wort zum anderen gesagten Wort, so ein Crossfade entweder so unter- und übereinander zu machen oder direkt sowas. Und das mache ich für jeden Schnitt, damit der Flow der Audiospur bestehen bleibt. Das kommt ja nochmal ganz drauf an, auch mit welchem Programm man das macht. Sag mal jetzt mal, man macht das mit einer Audiospur, dann, weil ich arbeite auch so tatsächlich mit Ein- und Ausfaden. Wenn man mit einer Audiospur arbeitet, dann kann man sich das, wie man das jetzt auch beim Franz sieht, so übereinander legen. Und je nachdem, mit welchem Programm man arbeitet, bei Audacity heißt es auch, da heißt es auf Englisch auch Ein- und Ausfaden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber das kann man auf jeden Fall einstellen. Und wer ansonsten Fragen hat, kann sich dann natürlich auch an uns beide wenden und weiter. Genau, das ist wirklich ein guter Punkt. Also das geht wirklich mit jedem Programm, also zumindest auf dem Desktop. Ob du Audacity nutzt, ob du Premiere nutzt, ob du Resolve nutzt oder meine Empfehlung ist auch immer Reaper. Reaper ist ein super Tool, was nicht teuer ist und auch eine kostenlose Testvariante hat, die kein zeitliches Limit hat, was sogar Videoschnitt beherrscht. Also da kann man das 1:1 nachbauen sogar. Und deswegen, also es ist komplett egal, welches Tool ihr nutzt. Crossfade ist das Beste, was ihr machen könnt, um den Flow eures Tons zu erhalten. So, und wenn man das dann hat, dann hört sich das dann am Ende so an. Der TKP für den Fest und Flauschig Podcast, da erreichst du die große Masse. Im Mainstream-Bereich kann das zwischen 80 und 100 Euro liegen. In den sehr nischigen Zielgruppen, Business-Zielgruppen, B2B-Entscheider, da sind wir bereit, viel zu bezahlen. Da kann es 700, 800 Euro sein. Boom. Da sehen wir runter auf 15 sogar. Ein Problem, was ich hatte, ist, dass mir ein Wort gefehlt hat für den Satzbau. Und zwar war hier ursprünglich, ich will schon nochmal kurz. Genau. Da war nämlich der ursprüngliche Satz wie folgt. Hören wir mal rein kurz. Hören wir mal kurz rein. Da war der ursprüngliche Satz nämlich so. Zielgruppen oder sehr nischigen, sehr wertvollen Zielgruppen kann es auch mal irgendwie 700, 800 Euro sein. Genau, dieser elementare Satz, wo sie sagt, kann auch mal 700, 800 Euro sein. Das war so in so einem Einschubsatz eigentlich gesagt. Und ich wollte das so haben, dass das auch alleine für sie stehen. Und da hat mir einfach so ein einfaches da gefehlt, wie sie sagt. Da kann es auch mal 87 Euro sein. Ja. Das heißt, ich habe mir dieses Wort da von irgendwie 40 Sekunden früher genommen. Also das ist so toll, dass du das erzählst, weil ich bin tatsächlich auch so jemand, der Audioaufnahmen so mauschelt, sagen wir jetzt mal mauscheln, dass sie stimmen. Bei Video, da gehst du ja sicherlich dann nochmal drauf ein, stelle ich es mir schwieriger vor, aufgrund der Bilddatei.
Doch, bei Audio, da ist so viel möglich. Da kann man so viel mauscheln. Das ist schon richtig geil, um ehrlich zu sein. Deswegen liebe ich auch meine Arbeit. Richtig cool, ja. Schön Ja. schön die Stimmen von anderen manipulieren. Also es Ja. gibt ja auch noch für mich nichts Schöneres. Und vor allen Dingen, also das ist aber auch eine gute Lektion. Dadurch, dass wir ja wirklich Audio first bearbeiten und komplett die Ja. Videospur ignorieren, kann man genau diesen gleichen Ansatz auch gehen, selbst wenn man Videos schneidet. Vor allen Dingen, wenn man so runtergeht. Also ich sage wirklich, ignoriere die Videospur, weil im nächsten Schritt macht man dann diese ganzen Videoüberblendungen weg. Also aktuell wird ja so auch wird das Video auch überblendet. Ja. Und da macht man Hardcuts draus, das ist in jedem Programm Der unterschiedlich. TKP für den Sieht das Pressure dann so Flasche aus? Podcast erreicht. Und da bringt man dann, um dann diese Schnitte zu kaschieren, meinte ich ja, da bringt man dann Abwechslung rein, indem man entweder Jump Cuts macht oder man wechselt zwischen Perspektiven, dass man mal Paula nur alleine sieht, mal dich und Paula sieht, Paula ein bisschen näher herangezoomt, ein bisschen weiter weggezoomt, nur Texteinblendung, um Punkte zu verdeutlichen. Also vor allen Dingen, wenn sie sagt, so 70 bis 80, nee, 80 bis 100 Euro, dann kann man auch Paula kurz komplett gar nicht zeigen, sondern nur 70 bis 80 Euro einmal zeigen oder visuell Ja, darstellen. genau. Und dann würden, ja, tatsächlich, das wäre zum Beispiel dieser Moment, da würden 2,5 Sekunden, wo man eigentlich 1, 2, 3, 4, 5 Schnitte sehen würde, das nicht sehen, weil man halt die Texteinblendung dann dafür hat. Ja. Und das wäre dann der Punkt, um das zu, genau, um die Schnitte zu kaschieren. Aber die mache ich wirklich immer erst ganz am Ende. Und ich habe noch einen besonderen Treat für dich. Ich vielleicht merke schon, unsere Zeit rennt davon. Alles gut, ganz entspannt. Wir machen hier alles ganz entspannt, dass wir durchkommen, weil es ist ja auch ein großer Mehrwert für die Zuschauerinnen und Zuschauer und deswegen alles gut. Weil ich habe dann auch noch, wenn man es richtig übertreiben möchte, dachte ich mir, Erzähl. 15 Sekunden, das reicht mir noch nicht. Ich hätte es gerne noch kürzer. Und ich habe es dann tatsächlich runterbekommen, ich glaube auf 8. Okay. Warte, schauen wir mal rein und hört mal, ob alle Informationen drin sind, die wir vorher auch drin hatten. Okay. Der TKP für den Fest- und Flauschig-Podcast kann zwischen 80 und 100 Euro liegen. In den Business-Zielgruppen, da kann es 700, 800 Euro sein. Tada! Bäm! Das schon. Aber alles gesagt, oder? Super. Was, Ja, was? voll. Es fehlt nichts. Voll. Genau, was ich dann daraus genommen habe, ist, wie sie bestimmte Sachen nochmal erläutert. Also eigentlich sagt sie ja hier, oder in unserer geschnittenen Variante sagt sie hier. Sich 100 Euro liegen in den sehr nischigen Zielgruppen, Business-Zielgruppen, B2B-Entscheider. Da sind Firmen bereit, viel zu bezahlen. Da kann es 700, 800 Euro sein. Genau, sie sagt, in den nischigen Zielgruppen, B2B-Entscheider, Firmen sind bereit, das zu bezahlen. Aber eigentlich bedeutet das ja im Grunde nur, Firmen bezahlen so viel. Also Ja, es genau. bedeutet alles das Gleiche. Und man kann das drin lassen, wenn man Punkte veranschaulichen will oder nochmal verdeutlichen will. Aber zum Beispiel bei TikTok ist es eine valide Strategie, den Content wirklich sehr, sehr kurz zu halten, so bei 8 Sekunden, weil da es zum Beispiel Ja. darauf ankommt, weil es vor allen Dingen da darauf ankommt, die Completion Rate zu befriedigen, sage ich mal. Also da kommt es darauf an, wird dein Video zu Ende geschaut und im besten Fall mehrmals. Und da ist die Chance einfach höher, wenn dein Video kürzer ist, als wenn es länger ist. Ja, wir haben ganz kurz eine Frage reinbekommen und zwar von der Sandra. Wie sehr musst du am Schnitt den Inhalt verstehen? Also ich verstehe die Frage so. Ich verstehe die Frage so, falls ich jetzt einen Podcast habe, der sehr nischig ist, ob ich dann damit klarkomme. Verstehst du die Frage auch so? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Genau, Deswegen habe ich sie also. erstmal eingeblendet und habe sie, ob du sie verstehst. Okay. Aber sag mal, kannst du ja noch mal kurz schreiben. Also, Ja, das ist gern. tatsächlich ein valides Bedenken. Das habe ich oft mit Kunden, dass sie denken, ah, der Franz, der ist gar nicht in unserer Branche drin, versteht er überhaupt, worüber wir reden und kann er dann aus unserem Gefase was Brauchbares zusammenfriemeln? Das geht Ja. aber, das kann ich Und auch bestätigen, dass das geht, ja. genau, weil tatsächlich die besten Momente zum Filtern sind nämlich meistens die Momente, die nämlich jeder versteht. So. Es gab zum Beispiel noch einen Punkt oder eine weitere Stelle, die ich im Podcast, die ich quasi auf oder in den Podplausch, die ich auf Nummer 2 gestellt hätte für den Ausschnitt. Da habt ihr über Dynamic Ads geredet. Und das war natürlich sehr, sehr interessant und das hätte ich quasi auf Nummer 2 gepackt, ich sag mal, für die Podcast-Interessierten, aus der Podcast-Branche interessierten Zielgruppe. Aber selbst da habt ihr so darüber geredet, dass man das gut versteht. Sandra hat es gerade nochmal bestätigt, ne? Genau. Sie hat gerade noch mal bestätigt, dass es genau so gemeint gewesen ist, richtig, ja. Aber ich persönlich, ich würde mir zutrauen, aus jeder Nische zu schneiden. Also ich habe erst Ist auch. letztens,
Ich habe letztens erst für jemanden Tutorials geschnitten aus der Architektenszene. So, der macht einstündige Livestreams, wo er Leuten beibringt, wie man in 3D-Programmen Architektur baut. Also, damit habe ich gar nichts am Hut. Und da habe ich glücklicherweise das Feedback bekommen, dass er sehr überrascht war, wie ich selbst mit einem themenfremden Gebiet klarkomme. Weil es diese Prinzipien gibt, die immer funktionieren. Dass man Einstiege findet, die jeder verstehen kann und wo es selbst in 2, 3 Sekunden klar wird, okay, worum geht's hier? Und selbst wenn man mit dem Themengebiet nichts am Hut hat. Ja. Ja, kann ich auch Genau. nur bestätigen. Ich habe auch aus der Versicherungsbranche und das ist auch sehr, sehr fachlich und da ist es genau dasselbe. Also die Einstiege zu finden, wo halt jeder versteht. Ja. Genau, und das war im Prinzip schon alles, wie der Prozess wäre zum aggressiven Kürzen. Das ist natürlich jetzt nicht ins Detail gegangen. Normalerweise wäre der Prozess so, dass man halt die Schnittliche setzt, ne? Und dann würde man hier Sachen löschen, würde das aneinander schieben. Manche Tools können das auch automatisch. Das heißt, wenn man hier einen Schnitt setzt, dass automatisch die Lücke geschlossen wird. Aber das ist im Prinzip der Prozess, den ich jetzt geskippt habe, den ich euch ersparen wollte. Ja. So. Und jetzt für jemanden, der in diesem Bereich jetzt noch nicht so geübt ist wie du, Ja. wie lang hast du gebraucht und wie lang denkst du, dass jemand bei so etwas benötigt, der noch nicht so viel Erfahrung hat? Genau. Also es ist auf jeden Fall eine große Übungssache, und da kommt einfach viel Erfahrung mit rein. Der größte Aufwand ist tatsächlich die Materialsuche. Ist es, ja, Also bin ich bei dir. die Podcast-Folge ging eine halbe Stunde und je nachdem, ob man die Podcast-Folge in normaler Geschwindigkeit hört oder ob man die in doppelter Geschwindigkeit hört oder so, was ich zum Beispiel mache, ich höre sie in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Mache ich Lass auch. mir, lass ich, aber ich habe tatsächlich Probleme in anderthalbfacher Geschwindigkeit, mir das alles zu verstehen. Aber ich Okay. nutze dann kostenlose Tools, um mir Untertitel zu generieren. Ah, okay. Das heißt, ich importiere mir dann die Untertitel in mein Videoschnittprogramm und lese dann mit, während ich es in anderthalbfacher Geschwindigkeit höre. Ach so, okay, nee, das mache ich nicht. Ich höre es in eineinhalbfacher Geschwindigkeit, manchmal auch schneller. Aber da bin ich halt einfach sehr konzentriert und sehr fokussiert und dann ist das für mich auch kein Thema. Okay. Das ist respektabel, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Aber reden wir hier ungefähr so, sagen wir jetzt mal, bis das jetzt fertig ist, was denkst du, so 2 Stunden? Ja, kann man so sagen, also mich hat das jetzt, also bis ich dahin gekommen bin, vielleicht 1 Stunde gebraucht, aber die Zeit pro Clip wird geringer, umso mehr Clips man aus einer Folge generiert. Also es dauert, ich sage als Beispiel, aus einer Folge einen Clip zu machen, dauert vielleicht insgesamt 1 Stunde, aber aus einer Folge 3 Clips zu machen, dauert vielleicht insgesamt 1,5 Stunden. Weißt du, ich meine, also es wird effektiver, umso mehr Clips man aus einer einzigen Session generiert. Weil der größte Teil ist halt die Materialsichtung und nicht das Verkürzen. Ja. Und deswegen, ja, kann Und ich nur empfehlen, jetzt, und um das nur kurz zu sagen, Gern? und man muss das auch noch nicht so extrem machen, wie ich das hier gezeigt habe. Selbst wenn ihr nur ich sag mal, nur ein bisschen den Versuch habt oder den Versuch macht, euren Content zu kürzen, seid ihr schon besser als 95% aller anderen, die das auf Social Media machen. Und glaubt mir, eure Leute werden das feiern, ihr werdet in Statistiken sehen und Leute werden bis zum Ende dranbleiben und ihr habt überhaupt die Chance, das ist nämlich immer mein Punkt, kurzer Content hat überhaupt die Chance dafür zu sorgen, dass eure Longform-Content gesehen wird oder dass ihr eine gute Preview bietet. Aber wer guckt, wer will sich in anderthalb, wer, also, Franziska, sag mir ehrlich, ab welcher Sekunde wärst du ausgestiegen bei diesem 1 Minuten 40 Clip? Schon nach 20 Sekunden wäre ich ausgestiegen. Und da hast du noch eine sehr lange Aufmerksamkeitsspanne. Überleg mal, wie das auf TikTok wäre. Ja, auf TikTok, gut, das ist ja noch mal klar. Auf TikTok, ich bin ja selber TikTok-Nutzerin, da weiß ich auch, wie es ist, ne? Die Sandra hat gerade noch mal eine Frage gestellt. Ich bin begeistert. Was kostet das? Was meinst du das genau? Das Programm Ich glaube, oder? ich. Ich glaube auch, dass der Franz damit gemeint ist. Da kannst du gerne mich anschreiben, das Ganz hängt immer genau. vom Projekt ab. Aber ich kann direkt sagen, ich bin nicht der Billigste. Also wenn du jemanden brauchst, der das sehr billig für dich macht, dann kannst du vielleicht mit anderen Freelancern probieren und gucken, ob die das gut machen. Weil ich hab zum Glück mittlerweile den Luxus, dass ich mir meine Kunden aussuchen kann. Weil solche Projekte halt, vor allen Dingen, weil oft meine Kunden das in Masse bestellen. Also genau, wie ich das gesagt habe, dass
dieser Architektentyp, für den ich Tutorials mache, der will dann aus so einem Stunden Livestream 10 Clips haben. So. Und da kommt dann nochmal eine visuelle Komponente dazu, wo ich wirklich veranschauliche aus seinem Screencast und so. Und das geht dann halt schon in den Aufwand von 1-2 Arbeitstagen rein. Mhm. Und das ist natürlich dann ein anderer Aufwand als Anfang, Ende zu schneiden. Ja. Genau. Ja, ja, genau. Das ist schön beschrieben. Und man muss auch dazu sagen, dass man das sehr leicht unterschätzt. Das ist genauso wie mit Audioschnitt. Man unterschätzt das tatsächlich, was hinter Audioschnitt eigentlich steckt und welche Bearbeitung auch. Das kenne ich ja auch von meiner Arbeit in der Audioproduktion. Welche Zusammenhänge man das sehen muss, um auch was rauszufiltern, wie du schon gesagt hast, was spannend ist. Das nimmt schon, auch selbst wenn wir mit doppelter Geschwindigkeit hören, nimmt es sehr viel Zeit in Anspruch. Und da sind wir ja schon sehr geübt, das muss man ja auch schon sagen. Genau. Ja. Ja, ja. Genau, und ich, um das nochmal zu verdeutlichen, ihr habt ja gesehen, ich hab ja nichts Krasses gemacht im Sinne von Funktionen oder Effekten oder so. Mhm. Es ist wirklich hauptsächlich die Denkweise, okay, wie kriege ich den Content verkürzt? Und ich nenne es immer schneiden wie ein Word-Dokument oder schneiden, als würde man ein Word-Dokument editieren. Welches Wort ist unnötig? Welche Worte würdet ihr rausschmeißen, wenn ihr dieses Transkript aufgeschrieben hättet, um den Text zu verkürzen? Und das ist aus meiner Sicht die beste Herangehensweise, um in jedem Programm, mit jedem Budget oder was auch immer, Content zu verkürzen. Und Crossfade Everything, wirklich. Das ist alles. Ja, Beste. Crossfade, du hast vollkommen recht. Ja, ja, ja. Da habe ich auch schon so viel mit gefixt. Das ist einfach so geil, wenn du Aufnahmen hast und da ist dazwischen irgendwas oder was auch immer. Immer dieses raus und das ist die Kunst dabei. Und das ist das, was auch richtig geil ist. Also das muss ich schon sagen, das ist das, was richtig viel Spaß macht. Tja, so, ich glaube, ich bin durch. Also ich glaube, außer Franziska, also habe ich irgendwas vergessen beim Demonstrieren? Soweit nicht. Die Sandra hat jetzt nochmal was geschrieben. Sandra, ich würde sagen, dass du dich am besten beim Franz meldest, damit du das... Dann schauen wir damit mal. Du das, ja, damit man das auch einfach absprechen kann, weil es ist tatsächlich so, und das möchte ich auch hier nochmal in dem Live sagen, diese Preise sind immer, es kommt darauf an, Preise. Das ist beim Audioschnitt so und das ist auch beim Videoschnitt so oder auch beim Zusammenschneiden von verschiedenen Sachen. Was ist die Grundlage? Also wie lang ist die Grundlage? Was ist die Grundlage? Welche Qualität ist die Grundlage? Und. Genau. Ja, Peter fragt gerade noch, wie sieht es aus ohne Ton? Da würde ich dir nochmal nachfragen. Ja, gerne. Also würde ich gerne von ihm nochmal wissen, was er da immer damit meint. Das Video wahrscheinlich, wenn du nur die Videosequenz abspielen würdest. Ohne den Ton. Ach so, okay, das kann ich gerne machen. Aber da... Jedenfalls verstehe ich das so. Genau, aber da ist ja nochmal... Hast du die Version auch? Ja, also das Problem ist ja, soweit habe ich... Ich habe es jetzt nicht zu Ende geschnitten mit der visuellen Ebene. Ah, okay. Was ich dann machen würde, wäre halt wirklich visuelle Elemente reinzubringen, wie ich das erwähnt habe. Du findest aber... Peter, auf meiner LinkedIn-Seite, in der Featured-Seite, den kompletten Workflow, wie ich das für ein anderes Beispiel gemacht habe. Also da habe ich quasi den Fokus mehr auf die visuelle Ebene gelegt und da hast du wirklich ein 1A-Beispiel, wie das auf simpelste Art und Weise mit nur Texteinblendung, wie das dann aussehen könnte. Es würde jetzt hier zu weit führen, weil hier ist es ja zum Beispiel noch 16:9. Also das sieht man ja schon. Genau. Und der Punkt, um das dann für ein Kurzvideo anzupassen, wäre erstmal ein anderes Bildformat zu wählen. Das heißt, erstmal das auf Hochkant oder 1:1 zu bringen, je nachdem, welches Format man möchte. Ich bin ja Fan von Hochkant. So, und dann kann man sich überlegen, okay, wie crop ich das? Ja, und das wäre wahrscheinlich schon zu viel gecroppt, weil das Quellmaterial von der Qualität nicht optimal war. Das heißt, in diesem Fall müsste man wahrscheinlich so den Kompromiss finden. Dann kann man das Restream-Logo da noch wegmachen. So, und dann kann man rotieren zwischen diesem Ausschnitt oder man kann rotieren zwischen Jump-Cuts. Das bedeutet, man kann einmal zwischen weiter weg und näher ran. Und dann sieht man das nicht so, ne? Genau, beziehungsweise Schnitte sind nicht unbedingt schlimm. Bei einem guten Social-Media-Video passiert alle 2 Sekunden etwas Neues. Das heißt, es kommt uns tatsächlich entgegen, dass wir viele Schnitte haben. Und solange
die Audiospur stimmt und die visuellen Schnitte nicht so krass sind, dass man gar nicht mehr hinterherkommt und komplett verwirrt ist, stören Jump Cuts nicht mehr. Es entspricht vor allen Dingen bei jüngeren Leuten dem Sehverhalten. Sie sind damit aufgewachsen. Das kann ich als erstes bestätigen. Genau. Okay, super. Super, danke schön dafür, dass du es nochmal gezeigt hast. Der Peter hat auch geschrieben, okay, danke schön. Danke, Peter, für die Frage. Ja, der hat Stolze voll bekommen. Ja, es ist schon ziemlich viel Input und man merkt natürlich auch, dass du da ein Experte bist. Für mich ist es für mich ist es einfach leicht verständlich, weil ich ja auch in dieser Schnittszene mit meinen Audios drin bin. Daher ist es für mich jetzt nicht neu, auch weil ich auch selbst schon Videos und so geschnitten habe. Ich könnte mir vorstellen, dass es für jemanden, der jetzt erstmal so drauf schaut mit den verschiedenen Ebenen, wie das übereinander liegt, natürlich eine gewisse Herausforderung ist. Du hast es aber sehr, sehr verständlich erklärt. Also erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Gerne auch nochmal an die Zuschauer, die da sind, falls da nochmal eine Frage sein sollte, dann entweder jetzt in den Chat oder meldet euch persönlich auch beim Franz. Da freue ich mich besonders drüber. Ganz genau, ganz genau. Ja, ansonsten möchtest du zum Abschluss noch etwas sagen, beziehungsweise wie kann man mit dir in Verbindung treten und du hattest es ja gerade schon beim Peter angeschnitten, wo kann man sich zum Beispiel auch nochmal etwas von dir anschauen? Ja, also gerne einfach auf meiner LinkedIn-Seite, das ist so mein Hauptkanal, also einfach Franz Wegner, das ist der hier oder wahrscheinlich, ich bin ja auch Mitreferent bei diesem Live, da kann man bestimmt das auch irgendwie finden. Genau. Und da habe ich im Prinzip schon mal die Featured-Seite, also den Featured-Bereich, den ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich weiß auch nicht. Also ich habe schon die Inhalte, wo ich sagen würde, das ist ein guter Einstieg, um mit meinem Content zu starten, auf die Startseite gepackt. Und auf LinkedIn poste ich im Prinzip nur Inhalte, um anderen Leuten zu helfen und zu zeigen, wie man schneidet. Das heißt, ich gebe Tipps rund um Content Repurposing. Mit einem starken Fokus auf Vertical-Video, Hochkant-Videos für TikTok, für LinkedIn und wie man aus wenig viel macht. So, das ist mein Mantra, 10-mal mehr geben als nehmen und im besten Fall ganz vielen Menschen helfen. Das ist so den Content, den ich aktuell mache. Ja, oh, das ist schön. Du weißt, das liegt am Namen. Franziska und Franz. Ja, FNF. Franz und Franziska. Ich wurde tatsächlich als Kind, hatte ich den Rufnamen Franzi. Ja? Oh, wie schön. Ja, privat dürfen mich die Leute auch alle Franzi nennen. Oh, genau. bist du böse, wenn jemand im Chat das schreibt, ja? Tatsächlich, wenn jemand ungefragt einfach Franzi schreibt und in meinem LinkedIn-Profil steht Franziska, dann ist das schon mal ein richtiger Strike. Oha. Ja, okay, Leute, da habt ihr schon mal gehört, was ihr nicht machen wollt. Ja, ist es. Oder was ihr, wenn ihr einen Bann herausfordern wollt, was ihr unbedingt schreiben solltet. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, super. Also dann, Franz, vielen, 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 vielen Dank für dein gesamtes Wissen. Es ist wirklich sehr viel Inhalt und auch sehr viel, was man sich mit anschauen konnte und auch mit für sich übernehmen konnte, in diesem Live dabei gewesen. Und du hattest ja auch schon gesagt, wo du zu erreichen bist, also hier auf LinkedIn. Dann übergebe ich dir noch den letzten Satz und dann sind wir auch heute schon mit dem Pottblausch durch, mit diesem wunderbaren Franz und Franziska Pottblausch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Einblick geben, wie Content Repurposing funktionieren kann. Und ja, ich nur als Warnung, fangt mit Content Repurposing an, aber passt auf, dass ihr nicht süchtig werdet, weil bei mir ist es schon zu spät. Es ist wirklich so. Aber das war's. Alles klar. Dann bis dann. Tschüss.